Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich freue mich, endlich dieses Video machen zu dürfen. Und zwar habe ich eine Box bekommen, auf die ich sehnlichst gewartet habe. Und zwar handelt es sich um eine Beauty Box, um eine vegane Beauty Box. Die nennt sich Vegan Beauty Basket. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Die Verpackung gefällt mir erstmal sehr gut. Sie kommt in einem satten Schwarz. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Kartonage nicht so stabil ist, wie man das so kennt. Von der Glossy Box zum Beispiel oder von der Pink Box. Und ja, schauen wir einfach mal rein, was sich da so Schönes verbirgt. Die Vegan Beauty Basket Box, das ist eine Abo-Box, die kommt alle 2 Monate und ist gefüllt mit 5 Beauty-Produkten, die auf jeden Fall 100% vegan sind, also tierversuchsfrei. Und die kostet im Monat, alle 2 Monate 23,30 Euro, glaube ich. Wenn ich mich irre, hier oben ist der richtige Preis eingeblendet. So, ich öffne jetzt die Box und von innen sieht die so aus. Hübsch verpackt mit einer Schleife und hier befindet sich eine kleine Karte, eine ganz süße Karte von einem Kätzchen und darunter befindet sich dann die Produktkarte. So, wir öffnen jetzt die Schleife und oh ja, das sieht wirklich schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Das erste Produkt, was mir entgegenkommt, ist ein wunderschöner Nagellack von der Firma Glossworks. Nein, Free Nagellack nennt er sich. Der kommt aus England und ja, ich habe hier die Farbe Flamingo. Es soll 5 verschiedene Frühlingsfarben geben und er soll sich sehr angenehm auftragen lassen, einen Hochglanzfinish bieten und die Farbe soll schnell trocknen und lange anhalten. Ich bin gespannt, ich werde es austesten und ja, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Nagellack in dieser Box. Das nächste Produkt ist ein Glanzshampoo von der Firma I+M Naturkosmetik Berlin. In der Duftrichtung Zitrone, Fair Organic Vegan, da sind 200 ml drin, also eine ganz tolle Größe, wie ich finde. Und was ich auch ganz toll finde, ist der Pumpspender hier oben. Das mag ich ganz besonders bei Pflegeprodukten, weil man die Produkte einfach besser dosieren kann. Ja, der Duft, ich schnupper mal dran, bei Zitrone ist immer so eine Sache. Aber das riecht wirklich sehr gut. Also riecht jetzt nicht nach Chlorreiniger oder so. Der Duft erinnert mich an irgendetwas, nach einem Zitronenbonbon. Das riecht nach Zitronenbonbon. Also Zitrone mit einem leicht süßlichen Duft dabei. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie hier in der Kiste drin war. Dann habe ich hier von Organic Beauty, was ist das? Daily Defense Moisturize Mist. Muss mal eben nachlesen. Ah, ein Gesichtswasser. Mhm. Ja, das ist also ein Gesichtswasser, spendet Feuchtigkeit und verleiht der Haut einen extra frische Kick. Ja, ich kenne die Marke. Doch, ich kenne die Marke. Ich habe die schon mal, ich habe schon mal was davon gehört, aber was ist das? Ja, ich muss mal eben sprühen. Weil der Duft doch sehr speziell ist. Wonach riecht das? Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht definieren, wonach das riecht. Auf jeden Fall riecht es jetzt nicht so. Ah, doch, jetzt weiß ich.
Das ist ein Duft, den nicht jeder mögen wird. Der Duft ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kann sich dran gewöhnen, denke ich. Was ist das für ein Duft? Also da ist drin Rose, Bitterorange, ja, ich weiß nicht. Es riecht sehr, sehr... Ja, jetzt geht's. Also wenn man das sprüht, dann riecht es sehr angenehm nach Rose. Wenn man jetzt direkt dran schnuppert, dann... ja, da kommt dann noch ein zweiter Duft hinzu, der nicht unbedingt sehr lecker ist. Aber wie gesagt, wenn man sprüht, dann ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Wer Rosenduft mag, wird es mögen. Ja, das ist also drin gewesen und ich freue mich auf jeden Fall, das zu testen. Zumal das eine Marke aus England ist. Made in Hertz, England. Das nächste Produkt, das ist von Boho, ein Greenliner. Was ist das? Das ist ein Eyeliner? Ja, das ist ein Eyeliner in der Farbe Schwarz. Ich dachte schon in Grün. Ja, in der Farbe Schwarz. Greenliner heißt er wahrscheinlich deswegen, weil er halt vegan ist. Ja, Green Eyeliner, schwarzer Eyeliner, ist aufgrund seiner Inhaltsstoffe wie Akaziengummi und antioxidativem Salbei besonders verträglich für die empfindliche Hautpartie. Mit seiner langanhaltenden und wasserbasierten Formel ist er das ideale Highlight eines jeden Abends. Ja, finde ich sehr interessant. Die Verpackung ist auch besonders interessant, weil sie, wie mir scheint, also die äußere Schicht irgendwie aus Pappe besteht. Außen Pappe, innen ein bisschen Plastik. Ja, sehr schön, da freue ich mich auch sehr drüber. Und das letzte Produkt, 1, 2, 3, 4, 5, ja, das letzte Produkt, das ist eine Handcreme. Studio Botanic, Handcreme, pflegender Hautschutz, schnell einziehend, nicht fettend. Mit Avocadoöl, veganem Wachs und Zitrusextrakten. Holen wir das doch mal raus. Ja, ist die schon geöffnet? Ja, also können wir das auch sofort austesten. Was haben wir denn da Schönes? Ja, die kann man sehr, sehr schön verteilen auf der Hand, auf der Haut. Und ja, die zieht sehr, sehr schnell ein. Die ist jetzt schon trocken, fast trocken. Und riecht sehr nach Zitrone, sehr angenehm nach Zitrone. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Ein Prüfchen noch dabei. Volumen, Haarspülung. Auch von der Firma I plus M Naturkosmetik Berlin. Ist auch mit dabei gewesen. Und jetzt schauen wir uns mal die Preise an. Die Box hat einen Warenwert von ca. 63 Euro. Ich habe jetzt grob überschlagen. Richtigen Boxenwert findet ihr hier. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden und ich werde mal abwarten, ob ich sie auch weiterhin bestellen möchte, bekommen möchte, weil ich habe ja endlich die Zusage der Fairybox bekommen. Also ich bin nicht mehr auf der Warteliste, die Fairybox kommt und dann werde ich diese beiden Boxen miteinander vergleichen und mich für eine Box entscheiden. Das war mein Unboxing mit der Vegan Beauty Basket Box. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.